So, meine lieben Freunde, auch wenn ich nur eine Hand habe, bin ich trotzdem in der Lage, mir ein Brötchen aufzuschneiden. Dazu haben wir ein Brett vorbereitet. Da ist einmal so ein Stück Gabel drauf, die verkehrt rum auf der Seite ist, welche Hand betroffen ist. Und einmal vier Nägelchen durch das Brett. Und wie das jetzt funktioniert, das zeigen wir. So, man nimmt das Brötchen und fährt mit der Gabel immer ringsherum um das Brötchen. Man schiebt praktisch das Brötchen auf die Gabel. Einmal komplett ringsherum. Und dann kann man das Brötchen aufklappen. Es ist geschnitten. Und die vier Pinne sind dazu da, um das Brötchen da drauf zu pieksen. Und dann kann man das schmieren, ohne dass es einen wegrutscht.